Ich will, dass du mich schlägst, so hart du nur kannst. Wieso? Was weißt du schon über dich, wenn du noch nie gekämpft hast? Moment, ich fange nochmal an. Wie die meisten von euch war ich festgefahren. Sie wollen also, dass ich meine jetzige Arbeit zurückstelle? Ja. Bis sie wieder wichtig genug ist. Das hier hat absoluten Vorrang. Ich konnte nicht schlafen. Nein, an Schlaflosigkeit stirbt man nicht. Beim Durchblättern von Katalogen stelle ich mir Fragen wie, welche Esszimmermöbel passen am besten zu meiner Persönlichkeit. Das ist dein Leben. Oder was davon übrig geblieben ist. Willkommen! Ich betete für ein anderes Leben. Seife. Ich stelle Seife her und verkaufe sie. So habe ich Tyler Durden kennengelernt. Na komm, schlag zu, bevor mich der Mut verlässt. Au! Du hast mir voll aufs Ohr gehauen! Insgeheim hatten wir alle den gleichen Gedanken. Darf ich als Nächster? Und wir gaben ihm einen Namen. Gentlemen, willkommen im Fight Club. Die erste Regel lautet... Wow, ich übe. Ihr werdet nicht über den Fight Club reden. Ist das ihr Blut? Zum Teil schon, ja. Wer im Fight Club war, fing schon bald an, die Dinge anders zu sehen. Du wirst schon dafür sorgen, dass ich kein Auge zumache heute Nacht. Und sie hat alles kaputt gemacht. Sag nicht, du stehst auf sie. Oh Gott, nein, ganz und gar nicht. Durch das Fernsehen sind wir in dem Glauben groß geworden, dass wir alle eines Tages Millionäre, Rockmusiker oder Filmstars werden. Aber das stimmt nicht. Tyler hatte einen Plan. Wie auch immer der aussah, wir haben ihm blind vertraut. Der Fight Club muss härter werden. Jeder von euch bekommt eine Hausaufgabe. Ihr fangt mit dem völlig Fremden eine Schlägerei an. Was fällt Ihnen eigentlich ein? Und werdet sie verlieren. Das tat weh. Du wolltest doch dein Leben ändern. Du hast es getan. Ich steig aus. Zu spät, also halt die Schnauze. Was für ein krankes Spiel spielt ihr hier? Oh mein Gott. Ja, Hosenscheißer. Das ist doch Wahnsinn! Ah! Am Ende wirst du mir dankbar sein. Wow! Wow! Gegen wen würdest du gerne mal kämpfen? Shatner. Am liebsten gegen William Shatner.